Liebe Weinfreunde, herzlich willkommen zu unserer Winterweinverkostung. Ich freue mich ganz besonders, dass ich hier heute Herrn Prof. Dr. Ulrich Fischer vom DLR Rheinpfalz an meiner Seite habe. Herr Prof. Fischer, Sie sind zudem ja auch noch für die Lehre in den Fächern Önologie und Sensorik beim Weincampus in Neustadt zuständig. Und einer Ihrer Forschungsschwerpunkte beschäftigt sich ja tatsächlich auch mit der Beziehung zwischen der Aromenchemie, also den wertgebenden Inhaltsstoffen eines Weines und dessen sensorischer Wirkung. Von daher bin ich wahnsinnig gespannt, dass wir jetzt gleich gemeinsam hier die sensorische Wirkung von unseren drei Winterweinen gemeinsam untersuchen dürfen. Und wir starten direkt mit dem Weingut Immengartenhof aus Maikammer mit einem 2017er Chardonnay der Lage Heiligenberg in Maikammer. Und wir sehen schon direkt im Glas, wir haben eine ganz, ganz satte, honiggelbe Farbe, brilliert da richtig goldgelben. Mhm. Und wir würden auch gern mal vielleicht direkt schon gemeinsam reinriechen. Schöne Frucht. Ja, es ist eine Frucht, aber es ist ein komplexer Wein, wo auch das Holzfass deutlich wird mit so ein bisschen vanilligen Noten, bisschen so ein bisschen Feuerstein. Man nennt das auch so einen Fumé-Ton, bisschen was Rauchiges. Und das ist so eine moderne Stilistik, die der Frank Höhn hier wunderbar in den Wein hineingezaubert hat. Absolut. Frank Höhn arbeitet ja auch da sehr gewissenhaft. Der Wein war ja sehr, sehr lange im Barrique-Fass und hat da auch das mit der sogenannten Batonnage gearbeitet. Also der Hefe wurde regelmäßig nochmal aufgerührt, um eben hier auch eine Tiefe, eine Komplexität und eine Struktur mit hinein zu bekommen. Ja, und das ist ja auch das, wenn wir probieren, was ihn auch zu einem Winterwein macht, weil natürlich wollen wir im Winter nicht nur Rotwein trinken, sondern wir wollen auch unsere wunderbaren Pfälzer Weißweine probieren. Aber dann ist es schön, wenn der Wein sich so auf der Zunge anschmiegt, ein wenig wärmer, ein wenig was Samtiges, schönes, schmelziges Vater. Und das ist halt der Hefe und dem geschickten Einsatz des Holzfasses zu verdanken. Und er macht ihn dadurch aber auch zu einem tollen Essensbegleiter, weil er nicht so im Vordergrund steht, sondern sich ein wenig zurücknimmt, wohlwissend, dass er genug Statur hat, um auch dem Essen Paroli bieten zu können. Also schon mal ein sehr schöner Winterwein. Wir würden fortfahren mit der Weinbietmanufaktur aus Musbach, einem 2019er Merlot und Cabernet Sauvignon. Aber das wäre ja ein einfacher Rotwein, aber hier kommen dann noch so ein paar andere Mitspieler herein, etwas Grünes von den Pyrazinen aus dem Cabernet, dann natürlich auch ein bisschen das Rauchige des Holzfasses. Und das macht ihn zu einem zwar fruchtigen, aber ausbalancierten Wein. Und wenn Sie mich fragen würden, warum ist das ein Winterwein? Es ist ein Wein, der schon ein wenig Lust auf den Frühling macht, weil er mit seiner Frucht schon ein wenig nach vorne blickt und natürlich im Geschmack. Er hat was sehr Modernes und das ist ja auch ein Trend weltweit. Fette Schnecken, dichte Weine kann man überall auf der Welt machen. Aber dieser Wein, Musbacher Eselshaut, das ist Buntsandstein, das ist ein karger, ein armer Boden. Und das vermittelt sich auch ein wenig dem Wein. Und deswegen ist er auch nicht vom Alkohol geprägt, sondern von dieser Mineralität der Säure. Und es ist eigentlich eine wunderbare Verbindung zwischen den Weißweinen hin zu den Rotweinen. Und so passt er sehr, sehr gut in unsere Probe hier hinein. Bevor wir weiter kommen zu unserem dritten Wein vom Weingut Stern aus Hochstadt, da haben wir nämlich 2017er Cuvée Josef. Wenn Sie sich jetzt fragen, woher der Name Josef kommt, das ist der Großvater von Dominik Stern, der diesen Wein gemacht hat. Der war Holzküfer und von daher ist das so eine schöne Hommage an ihn. Hier wurde nämlich auch mit Holz gearbeitet, mit dem Barrique nämlich. Und das merkt man auch relativ schnell, wenn man in diesen Wein hineinriecht, dass da natürlich zu dunklen Beeren auch ein bisschen Toffee, Röstaromen gleich treten, ein stärkeres Holzgerüst lässt er gleich vermuten, ein bisschen Kaffee und schokoladig vielleicht noch. Ja, also da ist nichts hinzuzufügen, aber man merkt schon, es ist etwas mehr Dichte dabei, mehr Brombeere, mehr diese rote, auch warme Frucht dabei. Ist natürlich auch 2 Jahre älter, was ja Rotweinen gut tut. Ja, das ist unser großer Vorteil, dass wir in der Pfalz durch den Klimawandel inzwischen wirklich Cabernet, Merlot, Syrah reif bekommen. Also eine wirkliche Trendwende auch in dem, was wir anpflanzen. Aber es wäre nichts, wenn wir sie nur
anpflanzen könnten, sondern wir brauchen auch die jungen Winzer, die daraus tolle Weine machen, wie wir hier wunderbar probieren können. Ich wollte gerade sagen, und da hatten wir drei unterschiedliche, aber sehr schöne Vertreter. Von daher wünschen wir euch zu Hause ganz viel Freude beim Nachprobieren unserer Winterweine. Und ja. Auf ihr Wohl. Versüßen Sie sich den Winter. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.